Schließlich habe ich dich doch gekriegt. Endlich kann ich mich an dir rächen für das, was du uns angetan hast, mir und meiner Familie. Ich schätze, dass du dich irrst, meine Liebe. Alles ein Irrtum. Ich werde dich in diesen Sarg legen. Dieses Mal, das verspreche ich dir, wird es gelingen. Sophia, Sophia, du hast nur geträumt, Sophia, das ist alles. Oh nein, 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 Marcello, das war kein Traum, das war wahr. Oh nein, nein, nein. Marcello. Du brauchst dich wirklich vor gar nichts zu fürchten. Lionel wird kommen und mich holen. Nein, 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 Liebling, jetzt hör doch auf damit. Oh, Marcello, ich sah den Mann, er lag in einem Sarg. Aber er war nicht tot. Vielleicht ist er nicht tot, aber er ist mit Sicherheit sehr schwer verletzt. Er wird dich nicht mehr belästigen. Marcello, er hat mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Er wird jetzt Sophia, nicht aufhören. Sophia, jetzt hör mir bitte zu. Lionel ist aus dem Zug gefallen. Er wird irgendwo neben den Bahngleisen liegen, irgendwo in der Landschaft. Und er wird dich nicht mehr belästigen. Nur noch einen Tag, dann sind wir in Chicago und dann werden wir nach Europa fliegen. Ja, wir werden hier einfach wegfliegen. Es wird alles wieder gut werden, ja? Du läufst hin und her wie ein Tiger. Tu mir einen Gefallen und versuch dich zusammenzureißen. Ich fühle es. Du fühlst was? Ich fühle, dass er noch am Leben ist. Ich bitte dich, jetzt hör doch auf damit. Marcello, verstehst du mich denn nicht? Wenn Lionel noch lebt, dann wird er sofort allen anderen Menschen erzählen, dass ich noch am Leben bin. Aber daran können wir im Moment nichts ändern und wahrscheinlich ist er sowieso tot. Ja, aber das wissen wir nicht so genau. Ich weiß nur eins, die Chancen, dass er überlebt haben könnte, sind gering. Meine Chancen, diesen Bootsunfall zu überleben, waren genauso gering. Aber wie du siehst, lebe ich noch. Ja, aber das war eine ganz besondere Sache, Sophia. Das war was anderes. Die Götter wollten einfach noch nicht, dass du dich verabschiedest von dieser Erde. Aber was Lionel angeht... Marcello, mit Lionel ist das auch was anderes. Sein Überlebenswille ist genauso stark wie sein Zerstörungsinstinkt. Verstehst du mich wenigstens? Wenn dieser Mann noch lebt, dann ist er gefährlich. Er ist gefährlich, bis er unter der Erde liegt. Man wird die Überreste von diesem Mann neben den Bahngleisen finden. Glaub mir doch bitte, Schatz. Und jetzt tu mir einen Gefallen. Beruhige dich und setz dich hier hin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es bitte einfach nicht. Mach dir keine Sorgen. Bevor du es merkst, wirst du wieder zurück in Europa sein. Dort sitzt du dann wieder in deinem Garten und genießt ein fantastisches Essen. Marcello, ich... Auch darüber bin ich mir nicht so sicher. Worüber? Ob ich zurück will nach Europa. Ja, aber natürlich wirst du zurückgehen nach Europa. Du kannst doch nicht etwa ernsthaft vorhaben, wieder hier zu leben, nicht wahr? Nun, ich habe eigentlich ständig nachgedacht... Weil deine Kinder hier sind. Wegen meiner Kinder, ja. Ja. Vergiss deswegen nicht deine andere Familie. Nein, nein, das tue ich nicht. Sophia, du wolltest Joe helfen und jetzt ist er entlastet. Lionel wird wegen Mordes gesucht. Ja. Du hast doch alles erreicht. Versuche nicht wieder in dein altes Leben zurückzufinden. Das macht dich doch alles nur traurig. Oh, Marcello, ich bin traurig und ich war schon seit langer Zeit traurig. Weißt du auch wieso? Weil ich meine Familie verloren habe und nie an ihrem Leben teilnehmen konnte. Du konntest daran nichts ändern. Du kannst nicht einfach wieder zurückgehen. Marcello. Vielleicht ist es doch möglich und ich kann es. Was hat dich dazu gebracht, so zu denken, Sophia? Das sagte ich schon, meine Kinder. Bist du sicher, dass du nur deine Kinder willst? Ich glaube, du willst viel, viel mehr. Nein! Doch, ich glaube, du willst deinen Mann wieder. Du willst C.C. Capwell wieder haben. Einen Sazerac zum Mitnehmen, bitte. Danke. Sie sind ja auch noch hier. Ja, Sir, ich bin noch hier. Ich habe Sie so lange nicht gesehen. Ja, richtig. Ich bin ausgestiegen in Vegas. Ich habe dort einen kranken Freund. Aber dem Freund geht es jetzt wieder besser. Ich habe mir ein Taxi genommen und den Zug eingeholt. Ja, ich habe Sie schon verstanden. Aber ich warne Sie gleich jetzt. Ich werde Sie genau beobachten. Ja, natürlich. Tun Sie das ruhig. Es ist Ihr Job, oder? Hören Sie, ich bezahle nachher, ja?
Ach, Marcello, wenn das Essen kommt, dann fang ruhig schon an. Ich bin in einer Minute zurück. Entschuldigen Sie bitte. Es tut mir sehr leid. Ach, ist das hier das Essen für ja, Nummer 5? Da haben Sie allerdings recht. Das ist es. Das ist doch nicht für Sie, oder? Nein, das ist für Freunde von mir. Also, es ist Folgendes. Wissen Sie, wir haben eine kleine Geburtstagsüberraschung. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich Ihnen $20 gebe? Ich möchte mir Ihre Jacke ausleihen und... Ja, es wird nicht lange dauern. Ich bringe dann das Essen selbst hinein. $20? Das ist in Ordnung? Ja, $20. Das ist mit Sicherheit mehr Trinkgeld, als die Ihnen geben. Die sind sehr geizig, glauben Sie mir. Also schön, meinetwegen. Okay. Warten Sie. Moment, ich halte das so lange. So, jetzt noch Ihre Jacke. Gut. Sehr schön. Na, wunderbar. Ja, nehmen Sie die. Bitte, da haben Sie sie. Ja. Warten Sie das mal einen Moment hier. Großartig. Wie sehe ich aus? Sie sehen gut aus. Na dann los. Ach, ich warte hier auf Sie im Barwagen, bis Sie fertig sind. Geht okay? In Ordnung, ja. Und vielen Dank. Wer ist da? Der Schlafwagenschaffner, Sir, mit Ihrem Essen. Kommen Sie rein. Marcello! Oh. Ja, ich bin Sophia. Ich bin unverwüstlich, nicht wahr? Ein Geliebter wird nicht mehr in der Lage sein, mich aus dem Zug zu stoßen. Ja, sieht wirklich nicht so aus, als ob er das noch könnte. Und du wirst mir jetzt einige Fragen beantworten, und zwar auf der Stelle, Sophia! Kommen! Lass mich Hilfe! Nein. Selbst wenn ein Freund dich suchen sollte, er würde dich niemals auf der Herrentoilette vermuten. Ich werde schreien! Ach, vergiss es! Du kannst schreien, so laut du willst, es hört niemand. Wir sind hier ganz allein. Und jetzt wirst du mir antworten. Und die Frage Nummer 1 ist, wo zum Henker bist du 15 Jahre lang gewesen? Ja, schrei nur, du hast versucht, mich verrückt zu machen. Du hast all diese Sachen versteckt. Dein Plan war es, mich zu vernichten. Die Zeitungen, die Notizen, die Münzen, alles Lüge. Warum nur, Sophia? Du weißt warum. Weil du versucht hast, mich zu töten, nein. Genau wie meinen Sohn. Das ist nicht du wahr. Du Schwein wolltest mich umbringen, du hast mich vom Boot gestoßen. Das ist nicht wahr, nichts davon ist wahr. Doch, es ist wahr. Und jetzt will ich nichts mehr hören. Du hast ja keine Ahnung, was es mich gekostet hat. Meine Familie zu verlieren, nur weil ich mein eigenes Leben retten musste. Und ich will, dass du dafür bestraft wirst. Bestrafen willst du mich? Oh, wie konnte ich nur jemals ein Verhältnis mit dir haben? Weil du mich geliebt hast. Und ich liebte dich. Nein! Du konntest und wolltest es nicht beenden. Ich konnte es nicht beenden, weil ich genau wusste, was du dann tust. Und ich hatte recht. Und unsere Nächte, hast du die vergessen? Nein, ich will mich nicht daran erinnern. Du warst nur mit mir glücklich. Und niemals mit Cici. Du konntest zu dieser Zeit nur einen Mann lieben und dieser Mann war ich. Ich hasse dich. Ich habe dich immer gehasst. Du hast mich damals geliebt. Nein, ich war glücklich mit Cici und ich liebte meine Familie. Und wenn du mich wolltest, warum hast du deine Frau nicht verlassen? Gott sei Dank hast du es nicht getan. Du hast mein Leben schon genug ruiniert. Jetzt hör mir mal zu. Hör zu. Kein Wort, das du sagst, könnte das zerstören, was damals war. Wir sind zusammengeblieben, weil wir nicht alles konnten. Wir hatten nicht die Kraft, uns zu trennen. Und du weißt das. Ja, du weißt es genau. Hier ist kein Bahnhof. Warum hält der Zug? Was ist denn passiert? Sheriff, was ist denn los? Alles klar, schon gut. Sie können sofort weiterfahren. Ich habe einen wichtigen Auftrag. Nun, wir sind leider spät dran. Sie haben uns angefunkt. Wen suchen Sie denn? Diesen Mann. Er wird in Kalifornien wegen Mordes gesucht. Er ist hier. Ich weiß zwar nicht genau, wo er ist, aber... Machen Sie sich keine Sorgen. Ich finde ihn schon. Mit Sicherheit.